Ja, das kann ich nicht machen. Das geht bei mir nicht. Der Bankgeist. Der geht nicht. Macht er denn da? Oh Mann.
Gut, dass ich mir das fast bei.
Thanks, Johnny. Challenger Python, or in English, the Challenger Python. Danke für dein Follow. Thanks for following. And also to Big Kevin. Thanks for following.
Ja, musst du. Du kannst es entweder über die Einstellung kaufen, also hier Saatgut und Dünger, beziehungsweise du kannst es ausschalten oder kaufen und bei dem Flüssig Gülle oder Mist kannst du aussuchen, wo. Aber du musst nachkaufen. Du hast 2000 Liter auf dem Hof. Du hast 2000 Liter auf dem Hof. Du musst dann den Rest kaufen. Wenn du es über einen Helfer kaufst, ist es teurer, als wenn du es über einen Händler holst. Keine Ursache. Any questions on the game? Feel free to write it down. Nee, 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 alles mache ich jetzt auch nicht. Ich habe jetzt meine Ränge umgestellt. Schreibe mal mein Rank neu. Aber du bist ja das gleiche wie ich. Ja, das ist mir wurscht, ob das beste Pferd da nicht pfürzt.
Old Man, guten Abend. Danke, bin zufrieden, etwas gestresst und erschöpft, aber das bin ich jeden Mittwoch. Hoffe, dir geht's gut.
Stimmt, da hast du recht. Da hast du recht, aber ich habe Dauerurlaub, von daher. Aus gesundheitlichen Gründen bin ich im Ruhestand. Beschweren.
Tobias, moin, moin. Nein, die Strohschwarten kannst du nicht in die BGA fahren. Ich zocke gewonnen seit Januar letzten Jahres. Tobias, du hast auf dem 15er hast es machen können, aber beim 17er geht es nicht mehr. Das Stroh nicht mehr häckseln. Keine Ursache. Ich habe das Ferrari-Lenkrad zu Hause. Das einfachste Lenkrad,
von Trustmaster. Das Ferrari 568. Wie gesagt, es funktioniert mit Lenkrad. Allerdings, gerade jetzt für die Steuerung an Kränen oder so, da brauchst du dann einen Controller. Deswegen spiele ich eigentlich nicht mit Lenkrad. Ich habe es aber versucht und getestet. Er läuft. Mit Lenkradschaltung, ja, mit Schaltwippen. Also richtigen Schaltknüppel habe ich keinen. Und ich weiß auch nicht, ob das mit dem Schaltknüppel funktionieren würde. Weil du den ja nur nach vorne und nach hinten bewegen kannst und du bräuchtest da einen Joystick, dass du die seitlichen Bewegungen und alles mit abdeckst. Tobias, danke für dein Follow.
Würde ich auch so sehen. Würde ich auch so sehen. Mann, jetzt habe ich die Seiten da total übersehen. Ich Penner. Mann, Mann, Mann. Ja, ich glaube, das liegt aber hauptsächlich daran, dass sich die One holen, sich auch was denken dabei und nicht, ich brauche eine PS, damit ich gut bin oder cool bin. Glaube, das ist der Hauptgrund. Da geht der Diesel raus, wenn du pflügen musst. Eine wahre Freude. Bis morgen, Steine. Morgen wieder in alter Frische und zu gewohnter Zeit. Oh, da hast du recht. Und geben oder nehmen tun sie sich beide nichts. Die sind beide ungefähr gleich. Die eine hat einen Vorteil in Bezug auf Entertainment. Andere hat einen, ist mehr aufs Gaming ausgelegt. Also von daher ist es egal. Ja, Steinchen. Jetzt mal nichts dazu.
Da muss ich noch warten mit dem Starten. Dann fahren wir den jetzt erstmal wieder zurück. Da muss ich ja Vorgewende machen. Mann. Mann.
beim Rückwärtsfahren, beim Zurückfahren ausgehe. Dann machen wir das echt schnell, dass wir da das Vorgewinde haben. Geht sehr aus, sehr gut. Ja. Da geht die Kohle weg. Wow, 116.000 langt man nie. Ah, Mann.
So, dann müsste man den ein bisschen kontrollieren, dass der keinen Schmarrn nicht macht. So. So, dann habe ich Zeit zum Ratschen.
Das Güllefass ist schon cool. Aber leider Gottes kann ich mit der großen Sämaschine keine Sonnenblumen pflanzen. Da geht leider nichts mit Sonnenblumen. Das ist doof. Was haben ich an? Was haben ich da? Null Gülle. Eigentlich ein Scheiß, aber das wird irgendwann. Oh, muss ich bei der PGA schauen, wie viel Gülle das ich da habe.
So, dann haben wir das. Nighty 1981, danke für dein Follow. Da wabbeln wir wieder rum, da. Sapra Hütten.
Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich habe einen Zuseher, der spielt auf der PS und der hat gesagt, er kommt mit dem LKW auf das Gitter fahren, also auf die Schienen und kann da ablaufen. Ich habe es probiert, es funktioniert nicht, musst du dann mit dem Zug machen. Vor allem hast du aber beim Zug ja auch den großen Vorteil, dass du mehr anliefern kannst, weil sich der Preis ja sofort ändert, sobald du was anlieferst. Bei die Kühe, lecker mir. Mighty, Mighty, danke für den Follow. Falsche Tasten druckt. Da läuft's neu. Ja, leck mir am Arsch. Keine Ursache, immer wieder gerne.
Ja, dann schauen wir dem ein bisschen zu, was der so treibt, ob der alles richtig macht. Wendekreis hat der, wenn da was dranhängt, der Wahnsinn. Ohne Ausrufezeichen.
da muss ich am Dünger auch schon bald einmal wieder auffüllen. Gebaut ist, macht es wieder länger als gedacht.
jetzt doof, aber das ist nicht so schlimm. Da wird er von der falschen Seite angefangen. Da läuft er nicht durch. Ich mach dann Schluss.